Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 15.04.2014, 9.44 Uhr ganz genau. Und wir blicken auf eine durchaus volatile asiatische Session zurück. Gold, wir hatten bei Gold hier, um jetzt mal mit Gold zu beginnen, gesagt, er muss hier über 13.30 ansteigen können, damit wir hier weiterhin ein Long-Signal haben, damit der Trend Fortbestand hat. Und er reagierte heute an der Tages-200er. Heute Nacht prallte hier deutlich dynamisch ab, verließ damit auch den aufwärts gerichteten Trend, sowohl nach im Prinzip hier höheren Hochs und höheren Tiefs definiert, als auch nach Trendlinienthematik. Er brach hier durchaus mit durchaus bärischem Momentum hier die guten Unterstützungen. Alles in allem müssen wir sagen, damit ist Gold wieder angreifbar. Übergeordnet sieht man hier, kann es jetzt durchaus abwärts gehen. Die Gefahr für fallende Kurse aus bullischer Sicht, sage ich jetzt mal, ist wieder vorhanden und wird erst dann wieder neutralisiert, wenn wir hier über 13.30, 13.31 ansteigen können. Der Euro-US-Dollar gab weiterhin nach, aber dennoch rechnen wir hier weiter mit steigenden Kursen. Maximalkorrektur heute bis hier in den Bereich des 61er-Retracements. Wir werden jetzt hier sukzessive die Positionen gesplittet aufbauen. 38, 50, 61. Das Ganze wird dann gestoppt hier unter dem 76-4er-Retracement, sodass wir eine Mittel-Einstiegskurs im Bereich von 1,3782 haben. Und dann hat man hier sicherlich einen Stop von 60, 70 Pips. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Aktuell ist die Korrektur hier dieser Bewegung aktiv. Völlig normal. Wir haben jetzt 38% dieser aufwärts gerichteten Bewegung korrigiert. Das kann auch noch locker bis zum 61er gehen. Alles halb so wild. Erst dann hier im Bereich des 61ers, im Bereich dieser Trendlinie, da sind dann sehr hohe Chancen für eine Trendwende bzw. für eine Fortsetzung des aufwärts gerichteten übergeordneten Trends. British Pfund US-Dollar, da muss man hier vorsichtig sein. Er taucht nämlich so langsam wieder in die alte bullische Flagge zurück. Das ist nicht so schlimm. Noch tendieren wir hier über diesem Unterstützungsbereich. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir gestern gesagt, dass wir hier eine Long-Position aufbauen können, wenn er hier über das Niveau von 1,6750, 1,6755, die 5 Pips schenken wir uns jetzt. Wenn er die aufbauen kann, durchbrechen kann, dann können wir sie auch aufbauen. Das ist aktuell noch nicht eingetreten, daher halb so wild. Es bleibt dabei, wenn das der Pullback eine bullische Flagge ist, wenn das der Pullback hier in den letzten Hochs ist, dann sollte er auch hier fähig sein, sage ich jetzt mal, über diese letzten Hochs ansteigen zu können, über 1,6755. Und erst dann werden wir auch hier eine Position aufbauen bzw. eingehen. Australische Dollar, US-Dollar weiterhin als Long zu interpretieren, da tut sich momentan wirklich wenig. Wir testen ja heute jetzt mal diese Trendlinie. Könnte sein, dass wir hier daran abprallen. Das große Unterstützungsniveau liegt hier immer noch bei 0,93. Das ist, glaube ich, auch das große Pullback-Niveau, auf das viele warten. Ist die Frage, ob es letztendlich dann auch überhaupt kommt. Heute sind wir hier. Es ist schwer, hier die Short-Position im australischen Dollar, US-Dollar aufzubauen, weil wir noch viel zu viele gute Unterstützungen haben diesbezüglich. Das heißt, auch hier bleibt weiterhin nur die sehr grobe fachliche Unschärfe zu sagen, er ist weiterhin long. Aber einen konkreten Einstieg bietet sich nur entweder jetzt an der 50er oder hier unten an. Ansonsten muss man hier weiter warten, bis wir hier einen Ausbruch sehen, einen dynamischen Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase aktuell. Euro-Australisch-Dollar, könnte man ja hier auf die Idee kommen, den Short zu traden. Durchbruch übergeordneter Short Trade durch die 1,5655. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wir hier die Wochen EMA 55 haben. Und gegen die anzutraden, das ist natürlich so eine Geschichte. Warum gehe ich darauf ein? Nun, weil wir ein paar E-Mails gekriegt haben zum Euro-Australisch-Dollar. Den sollte ich doch mal wieder bitte besprechen. Mache ich natürlich gerne. Also das heißt, ein kurzfristiger Durchbruchstrade ist sicherlich denkbar, muss aber extrem eng gestoppt werden, weil man sich eben hier gegen die 55er Wochen EMA positioniert. Australisch Dollar, Schweizer Franken, bullische Flagge, noch in Arbeit, da gibt es nicht viel zu berichten. Wir warten, bis er hier entweder das triggert, beziehungsweise hier unten die Korrektur vollzieht. Australisch Dollar, japanisch Yen, ebenfalls momentan noch nicht wirklich
noch nicht wirklich tradebar, sage ich jetzt mal, weil aktuell sind wir noch nicht in einer tradebaren Zone. Man sieht es hier eigentlich sehr, sehr schön. So langsam, langsam macht er zunehmend hier ein Dreieck draus. Ob man jetzt das bullische oder bärische Dreieck interpretiert, spielt jetzt erstmal primär keine Rolle. Es geht eher darum, dass er in einer Konsolidierungsphase ist, das heißt einer abwartenden Zone. Und auch hier sagen wir, okay, erst wenn er diese Zone bricht, können wir hier ein Long-Signal traden, hier oben, über dem letzten Hoch beispielsweise, über der 96er-Marke psychologisch gesehen. Oder ein Short, wobei der Short, naja, so eine Sache wäre, unter der 94-90er-Marke. Was haben wir noch? Australisch Dollar, Neuseeländisch Dollar, genau hier. Da haben wir einen Bruch dieser wichtigen Tagestrendlinie. Man sieht es eigentlich sehr, sehr schön, dass genau diese Linie auch eine Bedeutung hat. Ausbruch, Pullback, Long. Wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, weiter anzusteigen. Und der Stop könnte hier fachlich gesehen unter dieses letzte Hoch bzw. unter dieses letzte Tief hier gesetzt werden, konkret unter 10726. Ist natürlich ein ganz schönes Stückchen hin. Man kann es natürlich auch untergeordnet stoppen. Und man geht beispielsweise unter dieses Zwischentief, geht auch. Dann ist die Distanz nicht mehr allzu hoch. Also beides möglich. Man kann auch letztendlich einen Schnitt machen. Und im Prinzip hier stoppen würde auch noch machbar sein. Alles in allem weiterhin steigende Kurse im Australisch-Dollar, Neuseeländisch-Dollar. Was haben wir noch? Euro-Kanadisch-Dollar. Auch viele E-Mails bekommen mit vielen Fragen. Seitwärts, da geht nicht viel. Unterstützt 1,50er-Bereich und ein psychologisches Level sieht man immer wieder, wie er reinsticht und hochläuft. Allerdings auch begrenzt im Bereich von 1,53, 1,31. Also da ist es momentan auch so ein bisschen ja, deckelnd von oben. Also hier gibt es aktuell im kurzfristigen Zeitfenster nichts Wichtiges, außer natürlich er bricht heute die ein oder andere Zone. Dann kann man sicherlich darüber nachdenken. Britisch Pfund, Australisch Dollar, auch hier sehr, sehr interessant. Zwei, letztendlich zwei Trades. Einmal der Long Trade, 1,74,60. Letztes Hoch, Wochen-EMA 50. Soweit, so gut. Bis dahin könnte man aber noch kurzfristig so gesehen Short scalpen. Nämlich, wenn wir hier diese Unterstützung auf dem H1 brechen, unter der 1,77,26. So viel Platz ist nicht. Ja? Das sind 230 Pips, aber bis dahin könnte er dann so runtertröpfeln und hier unten wäre dann temporär die Bodenbildung möglich. Was ist heute in den Indizes los? Also, SMI, Swiss Market Index, der Schweizer DAX, wenn Sie so wollen, haben hier ein, oder wir haben hier, oder interpretieren hier ein aufsteigendes Dreieck. Unabhängig davon konsolidiert er gerade. Man sieht es eigentlich sehr, sehr schön, dass wir hier wie ein Ping-Pong-Hämmer hin und her geschossen werden. Long wird da ganz, ganz klar über 8.600 Punkten. Wir sind da noch ein Stück weit von entfernt. Wenn wir uns das untergeordnet mal angucken, dann sehen wir hier, dass wir aktuell durchaus noch begrenzt sind. Wir haben auch hier ein paar Fragen zum SMI bekommen. Bullischer wird es vermutlich erst dann, wenn wir hier über diese Trendlinie ansteigen können. Ansonsten ist Vorsicht geboten, denn dieser Widerstandsbereich heute hat es in sich. Die 8.386er Marke ist nicht gerade oder 8.400er Marke ist nicht gerade zu unterschätzen. Daher, wenn Long, dann entweder hier bei dem Trendlinienbruch oder im Prinzip dann, wenn natürlich das große Dreieck getriggert wird, über 8.600 Punkten. DAX, wie sieht es momentan im DAX aus? Vorsicht sollte man walten lassen. Es gibt drei, vier wichtige Zonen, die Sie heute beachten sollten. Also, wir haben die erste Widerstandszone im Bereich von 9.340, 9.350 Punkten. Zweite Widerstandszone 9.400, dritte Widerstandszone 9.450 Punkten. Das heißt, heute ist nach oben hin der Weg ziemlich gepflastert mit starken Widerständen, sodass ich im Prinzip eher darauf, ja, dass es eher sinnvoll wäre, hier oder Sinn ergeben würde, wenn wir man hier die ganzen Widerstände wirklich abwartet, bis er sie tatsächlich durchbrochen hat, um dann hier Long-Positionen aufzubauen. Wäre ein schöner Trade. Und ansonsten, weil er ist noch aktuell zu gut unterstützt durch diese Trendlinie. Wenn Sie sich erinnern, diese Nackenlinie der ehemals hier SKS-Top-Formation hat ihn wieder hier gehalten. Bedeutet aber auch, dass wenn es heute unter 9.180 Punkte geht, dass wir dann hier definitiv auch fallende Kurse sehen sollten, weil das einfach ein starker Unterstützungsbereich war. Und wenn der nun mal fällt, dann sollten die Shorts hier greifen. Bedeutet anders formuliert, diejenigen, die jetzt spekulativ short-orientiert sind, die stoppen vermutlich hier im Bereich der 9.470er Marke, was natürlich ein Long wäre, wenn das bricht. Und die, die long aktuell positioniert sind, stoppen vermutlich hier unter der 9.180er Marke. Bedeutet, wenn das durchbricht,
ist es auch ein interessanter Short, halt genau die Gegenposition da einzunehmen. Das heißt, diese zwei Varianten gibt es aktuell und heute ist damit durchaus mit Vorsicht geboten, gerade sich hier dem DAX zu nähern. Untergeordnet sicherlich kann man versuchen, sich hier einige Sachen rauszuschneiden, nur da sind wir maßgeblich seitwärts zwischen 9.190, 9.180 und maßgeblich hier 9.400 Punkten. Da sind gerade die Forex-Paare heute interessanter als der DAX. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Passen Sie auf die Daten heute. 10:30 Uhr aus England, 11:30 Uhr ZEW und 14:30 Uhr Verbraucherpreise aus den USA. Das wird volatil. In diesem Sinne sage ich wie immer, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.